Hallo zusammen. Heute werden wir eine Pommes-Theke auf dem Kinderauto montieren. Als Vorbild dient hier der GT3 RS oder beziehungsweise die diversen DTM-Fahrzeuge von Porsche. Und ich glaube, es passt zu dem Restlichen, was wir mit dem Fahrzeug vorhaben. Ich werde euch mal erklären, welche einzelnen Schritte ihr beachten müsst. Ihr könnt nämlich das Ding, wenn ihr es gekauft habt, nicht einfach so hinten drauf tackern. Also wir brauchen, dadurch, dass wir ihn hinten montieren werden, brauchen wir ein bisschen Unterstützung. Wir brauchen ein paar Platten, wir müssen ein paar Veränderungen an dem Spoiler vornehmen. Und wie das funktioniert, erkläre ich euch jetzt. Hier seht ihr die Werkzeuge, die ihr benötigt, um den Spoiler am Fahrzeug zu befestigen. Wir haben erstmal einen Bohrsatz. Ihr müsst nämlich hinten in die Karosserie reinbohren. Dann habt ihr eine Flex nötig. Dann braucht ihr diverses Kleinwerkzeug zum Schrauben, einen Akkudreher, einen Permanentmarker. Dann brauchen wir etwas Kreppband, um die Stellen abzukleben und nicht zu verkratzen. Und diverse Schraubmaterialien. Welche genau das sind, erkläre ich euch einmal hier eingeblendet. Ihr könnt aber auch x-beliebiges andere Werkzeug dafür benutzen. Wichtig ist, dass ihr eine große Verstärkungsplatte unter dem Fahrzeug festmacht, damit, wenn ihr irgendwo mal hängen bleiben solltet oder sich aus Versehen jemand dran festhält, der Spoiler nicht die Karosserie abreißt oder einreißt. Als erstes kleben wir hinten den Teil des Autos ab, wo nachher der Spoiler drauf montiert wird. Das ist ungefähr auf dieser Höhe und dient dazu, dass wir sowohl unsere Stelle anzeichnen können, wo wir den Spoiler befestigen, als auch, dass wir nichts vermackeln. Der Spoiler hat in etwa diese Breite. Das kann man vorher einmal anhalten. Ihr könnt aber auch jede x-beliebige andere Stelle benutzen, wo ihr ihn gerne montieren möchtet. Ihr könnt den Spoiler schon mal vormontieren, indem ihr die mitgelieferten Ausrichtungsplatten einmal dran schraubt. Diese Schrauben werden wir nachher durch die Edelstahlschrauben, die ich im Vorfeld euch gezeigt habe, ersetzen. Einfach, weil es die besseren Schrauben sind und diese hier ein bisschen überstehen. Jetzt haben wir in etwa schon die Mitte genommen. Wir haben das also ausgerichtet anhand der Sitze und ausgemessen. Wer es jetzt ganz präzise machen will, misst halt vom Spoilerende bis zur Mitte einmal genau die Mitte und dann vom Fahrzeug auch. Dann könnt ihr es hier ausrichten. Wenn ihr die Mitte vom Fahrzeug gefunden habt, könnt ihr schon mal markieren, wo nachher die Teile sitzen sollen. Jetzt also hier einen Punkt. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite auch. Jetzt könnt ihr hingehen und schon mal die Halterung anhalten. So, dies ist die Mitte. Ordentlich ausrichten. Und dann von beiden Seiten anzeichnen. Dies sind die Halterungen, wo nachher der Distanzhalter vom Spoiler angeschraubt wird. Diese Teile werden dann hier drauf gesetzt. Und zwar bestimmt den Abstand diese beiden Löcher. Ihr seht, wenn man das hieran ausrichtet, würde man hier ein bisschen überstehen und hier auch. Deswegen müssen wir den Abstand ein bisschen verringern. Ja, also so ungefähr. Und das gleiche machen wir hier auch. Wichtig ist, dass ihr diese Teile auch noch mal einmal ein bisschen weiter nach innen setzt. Denn innen drin kommt die Schraube. Das sieht man. So. Innen drin kommt die Schraube rein, die wir dann anhand unserer Markierung durch die Chassis durchbohren. Um die genaue Ausrichtung des neuen Loches zu finden, nehmen wir die Halterung und schieben sie einfach parallel hier etwas weiter. Nicht zu viel, also wir brauchen noch ein bisschen Fleisch vom Metall.
So, und dann können wir das Ganze markieren. Und siehe da, wir wissen, wir müssen da ein Loch machen. Hier genau das Gleiche. So, wir schieben das nach hier. So, können da ebenfalls eine Markierung machen. Jetzt haben wir die neuen Markierungen für unsere Schnittstellen und können dann anschließend gucken, wo diese Löcher versetzt werden müssen. Wir haben jetzt die beiden Teile parallel eingespannt und achten darauf, dass wir sie nicht vermackeln. Deswegen haben wir hier zwei Schutzbacken in unseren Schraubstock gepackt. Wir haben einen 6,5er Bohrer, weil die Schrauben sind M6, die wir verwenden werden. Jetzt bohren wir durch und das Ganze auf der anderen Seite und dann haben wir unsere Halterung schon fast fertig, bis auf das Versetzen der Vertiefung. Wir haben jetzt den zweiten Halter ausgespannt und unsere Befestigungspunkte hier dran gesetzt. Und zwar kann man jetzt, wenn man sie unten mit zwei Schrauben schon in die Position fixiert, kann man jetzt einen Permanentmarker nehmen und die Stelle, wo nachher diese Schlitze versetzt werden müssen, ebenfalls markieren. So sieht das Ergebnis aus mit zwei markierten Vertiefung. Und die schneiden wir jetzt mit der Flex rein. Wir haben jetzt schon mal die Halterungen lose vormontiert. Achtet darauf, dass diese noch ein bisschen Spiel haben, denn nachher kann man die dann präziser einstellen, so wie man das möchte. Dafür braucht ihr eine 10er Nuss und ein H0P5 Imbus. Alle Schrauben sind mit Unterlegscheiben versehen. Zurück am Fahrzeug könnt ihr eure vormontierten Halterungen dann anhalten und die jeweiligen Bohrlöcher auf die Position einzeichnen. Das wäre einmal hier und einmal hier. Kurz überprüfen. Abstand. Passt. Jetzt kommt der Moment, wo ihr die Löcher bohrt. Und zwar hier und hier. Und auf der anderen Seite genauso. Dazu nehmt ihr einen 6,5er Bohrer und ihr könnt komplett durchbohren. Unten drunter befindet sich nichts. Das zeige ich euch aber gleich nochmal genau. Beim Bohren habt ihr vielleicht gesehen, dass es hier nur relativ dünnes Plastik ist. Deswegen nutzen wir eine Verstärkungsplatte. Auf die Verstärkungsplatte eine große Unterlegscheibe, eine mittlere Unterlegscheibe und eine kleine Unterlegscheibe. Und die wird dann mit einer selbstsichernden Mutter hier drauf gesteckt. Dann könnt ihr das Plastik hier zwischen festquetschen und habt somit eine große Auflagefläche. Auf beiden Seiten sind jetzt die Halterungen montiert und festgeschraubt. Wir beginnen jetzt mit der Ausrichtung und Montage des eigentlichen Hauptspoilers. Zum Schluss wird das eigentliche Spoiler-Schwert montiert. Dazu benutzt ihr die Abstandshalter und Einsteller, die mit dem Spoiler mitgeliefert werden. Anhand dieser Schrauben könnt ihr nochmal den Anstellwinkel von dem Spoiler jeweils nach eurem eigenen Belieben verändern, wenn ihr möchtet. Wenn ihr sauber gearbeitet habt, dann funktioniert die Wasserwaage auf dem Heckspoiler ebenfalls. Damit ist das Ding fertig montiert.